So, meine Freunde, herzlich willkommen hier im Van. Ich bin tatsächlich heute mal, man glaubt es gar nicht, auf Tour. Man sieht es schon im Hintergrund, ich bin hier gerade an einem Rastplatz, ungefähr jetzt eine Stunde gefahren. Vorher war es leider zu stressig, deswegen habe ich es zeitlich nicht geschafft, vorher schon mal ein Begrüßungswort aufzunehmen. Aber ich musste berufsbedingt nach Berlin und auf dem Weg befinde ich mich jetzt gerade und ich nehme dich natürlich wieder mit. Und ich bin nicht alleine unterwegs, ich habe meinen besten Kumpel mit dabei und wir haben also das Nützliche mit dem Sinnvollen verbunden und hoffen, dass wir ein paar schöne Tage bekommen. Das Wetter ist bombastisch, ich zeige dir das gleich auch mal. Ich stelle dir auch gleich natürlich meinen Kumpel noch vor. Und ja, wenn dich interessiert, was wir hier sozusagen auf der Tour nach Berlin erleben und du das gerne sehen möchtest, dann bleib unbedingt dran bis nach dem kurzen Einspieler. Bis gleich. So, ist das nicht herrlich? Guckt euch das Wetter an. Strahlender Sonnenschein. Ich weiß nicht genau, 18 bis 20 Grad würde ich tippen. Und ja, bombastisch, ne? Da steht er. Sauber ist er immer noch nicht. Sobald er sauber ist, wie gesagt, verspreche ich dir, habe ich ja schon mal gesagt, gibt es definitiv auch das Video und die Roomtour. So, jetzt stelle ich dir aber meinen besten Kumpel vor. Hallo Marc. Ja, die. Ja. Wir beide sind jetzt gerade auf der Tour nach Berlin und ja, erste Stunde ist im Auto, haben wir schon geschafft, haben wir schon hinter uns gebracht. Marc, was meinst du denn so? Wie läuft das aktuell? Gefällt dir die Fahrt? Das läuft super. Alles gut? Super Wetter, super Auto. Was willst du mehr? Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Sehr geil. Da im Bild die ganze Zeit. Aber die Spiegelung in der Scheibe von der Pizza. So, ich bin nochmal da hinten. Also grundlegend, ich glaube, das habe ich eben gar nicht gesagt. Wir zwei, wir kommen ja aus der Region um Köln rum. Also, dass man mal einschätzen kann, von wo wir jetzt nach Berlin fahren. Wir haben jetzt ungefähr 200 Kilometer durch. Wir trödeln auch ganz gut, bin ich ganz ehrlich, aber wir wollen es halt echt gemütlich machen. Ne? Wir sind jetzt so vielleicht 2 Stunden unterwegs, haben ungefähr 220 Kilometer runter und tuckern so mit 120, je nachdem, natürlich mit Baustellen und so muss man immer wieder abbremsen, aber eigentlich doch recht gemütlich durch die Lande. Ja, jetzt sind halt noch ungefähr 400 Kilometer offen und wir haben uns da auch einen Stellplatz ausgesucht, der ist kein wirklicher Stellplatz mit Entsorgung oder Stromversorgung oder so, sondern ist eigentlich ein reiner Parkplatz, der aber öffentlich zugänglich sein soll, kostenfrei, mit öffentlichen Toiletten und das Ganze auch unter der Woche, von Montags bis Sonntags. Und da bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, ob der Plan aufgeht. Ein anderer Wohnmobilist hat in der App geschrieben, dass dieser Stellplatz nicht nur kostenfrei ist, sondern auch mit der Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz gut sein soll. Und da baue ich drauf, das ist mir wichtig. Ich war schon ein paar Mal in Berlin zu Besuch, musste da beruflich schon mal öfter hin und bin wirklich froh, wenn es dann am Ende so funktioniert, dass wir da, ja, ich sag mal, recht einfach in das U-Bahn- und S-Bahn-Netz kommen. Wenn das der Fall ist, haben wir alles richtig gemacht und Toiletten brauchen wir nicht unbedingt. Schön wäre es natürlich, wenn die da sind und wenn die gut gepflegt sind, aber es müsste nicht mal sein, denn wir haben ja alles an Bord, was wir müssen. Und ich habe auch Wasser an Bord. Ja. Also wir haben jetzt 75% Wasser mal mitgenommen, sind auch eigentlich nur zwingend eine Nacht, wollen aber eigentlich 2 Nächte bleiben, dann am dritten Tag sozusagen wieder ganz locker zurück. Ob das alles so funktioniert, wir werden sehen, aber bisher klappt alles wunderbar und ich freue mich, dass es jetzt gleich weitergeht Richtung Berlin. So, kurzen Zwischenstand. Wir sind wieder am nächsten Rasthof angekommen. Jetzt werden wir uns mal stärken. Wir müssen zwar nicht, der ganze Van ist voll mit Fressen. Zeige ich euch vielleicht auch später mal. Aber irgendwie ist es gerade einfacher. Wir haben Rasthof. Und wir haben auch Bock drauf, genau. Der Marc vollkommen recht, einfach hier was zu essen. Wir sind hier bei einer renommierten Burgerbude. Die sagen aber den Namen nicht. Aber hat mit dem König zu tun. So, wir haben uns gedacht, wir essen nicht drin, sondern gehen raus. Aber ja, haben gute Portionen eingekauft, wie man sehen kann. Ganz großer Burger. Aber wir sagen euch nicht, von wo wir das gekauft haben. Nein, das sagen wir nicht. Ciao. Also,
Die Burger und auch alles, was da so bei war, waren natürlich super lecker. Allerdings, Boch zur Fairness, es gibt natürlich auch andere gute Burgerbuden. Das kann der kleine Burgerbrater von nebenan sein. Das kann aber auch, ich sag mal, der große Kollege mit dem goldenen Bogen sein. Ja? Also es gibt nicht nur einen guten Burger auf der Welt, sondern ganz, ganz viele. So viel nur zur Klarstellung. So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt an einer Raststätte ungefähr 250 Kilometer vor Berlin. Und ja, machen halt jetzt nochmal ein kurzes Päuschen. Es ist jetzt mittlerweile 18.40 Uhr am heutigen Montag. Und ich denke, wir kommen so in 2 Stunden an. Und ja, werden jetzt hier nochmal ganz kurz Rast machen. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. So, meine Freunde, nach langer Fahrt sind wir endlich angekommen. Wir haben jetzt ungefähr 21:30 abends. Wir sind natürlich auch bewusst so gefahren, aber man sieht schon, da steht er. Die schwarze Kanonenkugel ist abgestellt. Da vorne habe ich einen Auffahrkeil benutzt, aber auch nur einseitig. Das ist tatsächlich ein öffentlicher Parkplatz von dem Messegelände hier. Man sieht schon, wie groß der ist. Und das ist nur eine Parkfläche. Hier gibt es 5 oder so. Und ja, hier stehen vereinzelt ein paar Autos rum und sind echt bestimmt 4 Bahnen zum Parken. Kann natürlich sein, dass morgen ganz viele Menschen hier parken werden, weil die vielleicht zur Arbeit müssen oder weil vielleicht auch sogar eine Ausstellung ist. Das hat uns ja gar nicht interessiert. Wir wollten ja nur parken. Wir haben gar nicht gewusst, dass hier die Messe ist oder das Messegelände. Allerdings hätte es uns echt schlechter treffen können. Da ist es so genial hier. Das sieht echt alles total klasse aus. Also gerade wirklich Großstadt-Flair schon. Ne? Hier ist zum Beispiel der Funkturm aus Berlin, direkt in der Nähe, schön beleuchtet. Da kommt die Messehalle, ne, auch beleuchtet. Ja, und hier haben wir uns jetzt eine Runde schon durchgedreht. Und da kommen wir wieder bei Marc und dem Wohnmobil an. Sehr cool. Jetzt gehen wir gleich mal gucken, ob wir hier noch irgendwo öffentliche Toiletten finden. Die sollen nämlich auch hier sein. Und wo hier die U-Bahn ist, die muss auch ganz in der Nähe sein. Denn morgen muss ich ja zu diesem Event. Und also zu dem Event rein arbeitstechnisch. Und das muss mit der Ringbahn in Berlin erreichbar sein. Ja. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, naja, noch ein bisschen was essen, ein bisschen was quatschen. Vielleicht noch was Musik hören, ein Filmchen gucken, mal schauen. So, der Marc und ich, wir sind jetzt gerade wieder hier zurück im Van angekommen. Wir waren in einer Bar hier um die Ecke, haben uns 2 leckere Weizen gegönnt. Und ja, wir haben jetzt knapp 11.15 Uhr oder so. Und haben uns gedacht, wir machen uns noch ein bisschen Fleisch hier. Hat der Marc gesponsert. Ja, das braten wir uns jetzt noch durch. Und wenn das erledigt ist, dann kommt er wieder rein und dann wird gegessen. Die Schwor! Hoppa, hoppa! Hoppa, hoppa! Ja. So, fertig. Wir haben den nächsten Morgen. Jetzt geht's gleich zu der Tagung, die ich muss. Und man sieht schon, diesmal nicht ganz so leger, sondern ganz förmlich gekleidet. Da ist der Kollege, der kommt mit. Ja, wir stehen immer noch an dem Parkplatz. Es hat sich allerdings mittlerweile schon mit Autos ein bisschen gefüllt, also zu der Richtung hin. Und ist aber trotzdem noch mal relativ leer, dafür, dass wir jetzt schon nach 9 Uhr haben. Ich sage ja, der Parkplatz ist riesig und von diesen Parkflächen gibt es hier 5 Stück. Ich kann nur sagen, echt Bombe, alles richtig gemacht. Wir haben super geschlafen, es war super ruhig und sind auch heute Morgen nicht wach geworden. Zum Beispiel durch den Verkehr der Straße, der hier da vorne lang läuft. Da hätte ich mir das Ganze auch anders vorgestellt. Da hätte ich echt gedacht, dass wir von den vorbeifahrenden Autos geweckt werden, aber dem war auch nicht so. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg und wir hören und sehen uns wahrscheinlich erst nach der Tagung wieder. Vielleicht, wer weiß, mal zwischendrin oder so. Nächste Station. Fahrgäste zur Entdeckung nach König. Ja, guten Morgen. Ich bin gerade wach geworden. Also, ich habe mich gestern dann leider doch nicht mehr bei euch gemeldet. Wir haben jetzt 10.20 Uhr des folgenden Tages. Kurz zum Ablauf. Ich war auf dieser Veranstaltung. Da wollte ich nicht viel filmen. Da durfte ich wahrscheinlich auch nicht filmen. Und gab lecker Mittagessen. Spannende Inhalte.
Und zum Abend hin gab es nochmal ein gepflegtes Abendessen mit ein paar Leuten von dieser Veranstaltung. Und wir haben uns das ein oder andere Bierchen gegönnt. So. Ich glaube, wir waren der Marc und ich, so um 1 Uhr wieder zurück am Van. Haben dann hier im Van noch ein bisschen gesessen, noch ein bisschen geschnackt. Ich glaube, noch ein Bierchen getrunken und Musik gehört. Dann habe ich mich umgezogen. Man sieht es ja hier im Schlafanzug. Und dann haben wir uns hingeknallt. Gut, unabhängig davon, wir haben natürlich auch ein bisschen gewütet. Ich muss also gleich hier noch ein bisschen sauber machen. Also, zeige das mal kurz. So. Da, ne? Noch ein Pfännchen. Und muss ein bisschen was wegspülen. Ich habe mir gerade einen lecker Kaffee gekocht, wie ich das mache hier im Van. Ohne Landstromanschluss, das zeige ich euch auch. Aber wir werden jetzt, ich denke, ich werde jetzt hinten die Betten wieder machen. Dann werde ich hier vorne mal durchsaugen, den Boden rausnehmen und vielleicht mal gepflegt duschen. Ja? Und dann nehme ich euch auf jeden Fall auf der Rückfahrt nach Berlin, also von Berlin wieder zurück in meine Heimat, zwischen Köln und Aachen, so in der Region, nehme ich euch da mit, dass ihr ja da wieder mit dabei sein könnt. Und vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere lustige Szene für euch. So, auf jeden Fall ein netter Aufenthalt hier in Berlin. Berlin ist schon echt eine sehenswürdige Stadt. Ich war schon zigmal hier und ich werde diese Stadt auch trotzdem nie leiden. Wenn man den weiten Weg dann hinter sich hat, ist man eigentlich auch recht gerne da. Also, ich sag mal bis später. Macht's gut. Ich bin's nochmal. Wir haben jetzt 11.10 Uhr und sind schon abfahrtbereit. Wir mussten leider die ganzen Pläne ein bisschen verwerfen und umdisponieren. Das liegt aber daran, dass ich gerade auf Toilette war, bevor ich duschen wollte eigentlich, ja, und habe dann festgestellt, dass der Wassertank voll ist. Da ging die Leuchte an. Ja, und damit war dann klar, ja, den Toilettengang machst du besser erstmal nicht weiter. War auch nicht so dramatisch, aber dann kann ich jetzt nicht mehr lange duschen. Ich muss jetzt also gucken, dass wir irgendwo eine Raststätte anfahren, wo wir das Wasser loswerden können. Ich denke nicht, dass ich an der Raststätte da nochmal duschen gehen werde. Glaube ich wirklich nicht. Ich ziehe das jetzt durch, fahre dann halt nach Hause, die 6 Stunden. Das passt schon alles. Ich war ja auch nicht so lange hier, also zur Not, wie gesagt, mache ich gleich noch an der nächsten Raststätte eine kleine Katzenwäsche. Wir müssen aber ohnehin nochmal irgendwo runter von der Autobahn fahren, denn der Tank sagt so, also generell die Anzeige zeigt an, so ungefähr 250 Kilometer ohne Probleme kommen wir noch. Dann wird es allerdings kritisch, je nachdem, wenn ich schneller fahre, auch nicht so weit. Also muss ich auf jeden Fall zwischendrin nochmal irgendwo runterfahren und tanken, denn an den Rasthöfen, bei aller Liebe, sehe ich es nicht ein, die echt überhöhten Preise für den Sprit zu bezahlen. So, dann fahre ich lieber irgendwo runter, fahre eine andere Tankstelle an und tank dann da voll. Ne? Ja, das ist also jetzt der aktuelle Zwischenstand. Wie gesagt, das Chaos ist beseitigt. Das habe ich bis gerade gemacht. Das hat jetzt insgesamt, ich weiß gar nicht, wann ich das Video aufgenommen hatte, aber nicht mehr als 40, 50 Minuten gedauert. Und es ist wie alles Picobello. Ne? Alles schön geputzt, alles weggespült und so. Alles fahrbereiten Zustand. So, wir befinden uns hier an der Tankstelle irgendwo nahe Berlin und mussten wieder umdisponieren. Wir waren zwar an der öffentlichen Toilette, aber das öffentliche Klo, das war so bekackt, auf gut Deutsch, dass wir da also gar nichts entsorgen konnten oder dergleichen. Und dann auch gesagt haben, komm, egal, wir machen es nicht. Dann hatte ich noch Probleme im Schrank. Da ist mir tatsächlich so ein Anschlag vom Schrank rausgebrochen. Das bedeutet, den habe ich versucht zu kleben. Und da musste ich den Schrank, weil der sonst immer aufgegangen ist, mit Panzertape zukleben. Ich blende euch gleich mal ein Foto von dem Teil ein. Und dann hoffe ich, dass ihr mir sagen könnt, wo ich vielleicht sowas in Ersatz kaufen kann. Ich weiß gar nicht, wo man solche Teile kriegt. Ich würde es jetzt bei einem Baumarkt versuchen, aber naja, ich habe jetzt versucht, das zu kleben, habe es so lange ausgebaut, damit es trocknen kann. Scheint aber nicht so, als würde der Sekundenkleber da trocknen. Hilft mir also auch nicht. Ja, wie gesagt, da bin ich dankbar für jeden Tipp, wo man so ein Zubehör kaufen kann. Ich kenne zwar die Seite Raimo, aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wie man das direkt bei Adria oder so kaufen kann. Oder kennt ihr einen Adria Händler oder irgendwen, von dem ihr wisst, dass das kompatible Teile sind. Ich bin euch dankbar. Aber wie gesagt, jetzt erstmal zu Ende tanken hier. Jetzt sagt die Tanke da. Wir sind bei 105 Euro und 80 Liter. Nun gut, bis denn dann. So, 13.03 Uhr. Wir sind leider nicht wirklich weit gekommen. Das liegt daran, dass wir ja auf einem Rasthof geführt worden sind von meinem Navi. Denn eben, als ich tanken musste, habe ich diesem Navi gesagt, was hinten verbaut ist, was im Übrigen totaler Murks ist, habe ich aber gesagt, ich möchte gerne tanken. Ich bin von der Autobahn runtergefahren und hat er gesagt, wo willst du hin, warum fährst du woanders hin? Und dann habe ich gesagt, tanken, was ja eigentlich ziemlich schlau ist, dass das Navi das tut. Habe dann aber nach einer App mir eine Tankstelle gesucht, um einfach den günstigsten Preis zu haben. Und habe wieder die Route gestartet Richtung Heimat. Allerdings hat das Navi mich dann wieder zu einer Tankstelle gelotst. Und da das mit einer Autobahn, wir waren schon auf Autobahn drauf,
Dann hat er uns rausgezogen, hat uns im Kreis fahren lassen, wieder zurück. Und ich wunderte mich schon und dachte, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht gewollt so. Also das ist ja nicht Richtung Heimat. Trotzdem dem Navi blöd blinks vertraut, aber mit dem Wissen scheinbar stimmt hier was nicht. Und irgendwann standen wir wieder an einem Rasthof. Dann sind wir wieder weitergefahren, wieder runter. Ja, und dann fing das ganze Spiel von vorne ein. Das Navi wollte uns wieder zur Tankstelle lotsen. Obwohl wir jedes Mal auch gesagt haben, stopp, die Route, neue Route in Richtung Heimat, Zieladresse. Jedes Mal als Zwischenpunkt aber immer diese blöde Tankstelle. Wir haben es dann jetzt endlich hingekriegt, die rauszuschmeißen, aber das hat uns bestimmt eine halbe Stunde gekostet, die wir hier im Kreis gefahren sind. Ja, muss man halt auch lernen. Das heißt, wieder was dazugelernt. Ich werde nie wieder nach meinem Navi einen Zwischenpunkt eingeben oder eine Zwischenoption. Ich sage, okay, bring du mich mal zu einer Tanke, weil einfach zu doof ist, danach zu verlernen, dass wir da schon gewesen sind. Also, so viel zum Zwischenstand. Hier vom Rastplatz irgendwo im Nirgendwo. Und wir fahren jetzt weiter nach Hause. Wie gesagt, wir sind gerade erst drauf. Ich denke, das dauert von hier aus locker noch eigentlich fast die vollständige Zeit. So um die 5,5-6 Stunden irgendwie so. Ne? Marc, bist du da? 5,5 Stunden oder was meinst du? 5,5-6 Stunden. 5,5-6 Stunden. Dann machen wir das mal. Ciao. So, wir sind jetzt in der Nähe von Hannover angekommen. Und ich zapfe mir jetzt nochmal einen Kaffee. Und ich lasse euch einfach mal mit dabei. So, habe ich mir gedacht. Also, ich muss hier unten zaubern, einen kleinen Hebel umlegen an meiner Bank. Und hier ist ja die Kaffeemaschine, die habt ihr bestimmt in anderen Videos ja schon mal gesehen. So, und dann schnappe ich mir, kam ich schon entgegen, aber leider leer, die Kapseln. Das sind irgendwelche nachgemachten, das sind nicht die Originalen, aber schmeckt ganz gut. So, dann mache ich mir die Maschine. Einmal soweit fertig, meinen Kaffee bereite ich schon mal vor. Aber die Tasse, das Melamin. Kunststoff, kein echtes Porzellan. So, dann einmal den Wasserbehälter von der Kaffeemaschine. Da kommt dann einmal Wasser rein. So. Nur so viel, wie man wirklich auch braucht. Denn ich will ja nicht mit Wasser da drin rumfahren. Ne? So, dann einmal den Deckel drauf. Das Ganze wieder einhängen. So, da kommt schon. Das ist natürlich mit einer Hand alles ein bisschen schwierig. Eingehangen ist er. Ne? So, an ist er auch. Dann einmal größte Tassengröße hier oben eingestellt, das kann man einwählen. Dann die Kapsel rein, zack. Alles klar, Tasse drunter. Und dann heißt es warten auf den Kaffee. Also, vielleicht nochmal bestätigen, das wäre auch nicht schlecht. Alles klar, und da geht's los. Ich höre dann quietschen, mehr Schweinchen in der Kaffeemaschine. Für mich ist das eigentlich immer so viel Kaffeeessenz. Also ich trinke lieber einen guten Filterkaffee, also versuche ich den immer ein bisschen zu schrecken. Jetzt hier werde ich gleich die Kapsel nochmal rausholen, werde die nochmal oben reinschieben und nochmal zumachen, als wäre es eine neue Kapsel. Und damit verdünne ich den Kaffee natürlich künstlich. Ist mir aber lieber, sonst ist mir der immer zu stark, obwohl das jetzt schon für die Größe Lungo gekauft wurde, sprich für den doppelten, langgezogenen Kaffee eigentlich. Aber das wird immer noch zu intensiv. Also habe ich jetzt hier ungefähr eine halbe Tasse, noch weniger. Und das ist mir definitiv zu wenig. Deswegen, wie gesagt, ziehe ich jetzt hier den Behälter nochmal auf, hole mir die wieder raus. So, oben wieder auf, Kapsel wieder rein, alles wieder auf Anfang, ne? Kapsel wieder rein, Tasse wieder drunter, Klappe zu. Jetzt tut er so, jetzt macht er einen zweiten Kaffee und jetzt verdünnt er mir den Kaffee eigentlich, klar. So. Sobald ich die Menge habe, die ich brülle, stoppe ich das Ganze, nehme ich einfach hier einmal gegen die Öffnung drücke. So, jetzt fällt die Kapsel wieder durch. Und jetzt kann ich wieder mein Hebelchen, meinen Zauberhebel umlegen. Denn, man hat es vielleicht gehört, dann ist der Inverter wieder ausgeschaltet. Und ich habe auch, wie gesagt, immer 230 Volt, wenn ich es will, auch ohne Landstrom, wie jetzt hier auf der Raststätte, ne, wo wir stehen. Ja, und jetzt mal sagen hier zum Wohle. Ich mache mir aber da jetzt noch ein bisschen Zucker, ein bisschen Milch rein und dann
brauche ich den auch wirklich. Ich bin echt ein bisschen müde gerade. Alternative wäre nur gewesen, mich jetzt hier 20 Minuten hinzulegen und ein bisschen zu schlafen. Aber das versuche ich erstmal zu vermeiden. Wir sind ja eh schon recht langsam unterwegs. Sind jetzt gut weiter gekommen. Wir sind jetzt seit dem letzten Stopp irgendwie 150 Kilometer. Ein bisschen mehr, glaube ich, sogar gefahren. 180 oder so. Das heißt, es ist ein Drittel der Strecke dürfte jetzt weg sein. Ja, so. Das wäre das gewesen. Und dann noch einmal rühren. Södele. Und dann spüle ich jetzt den Löffel natürlich nicht direkt wieder. Das ist viel zu viel Aufwand. Dann haue ich hier in das Loch da rein und wird dann bei nächster Gelegenheit sauber gemacht. Alles klar. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen, wie ich mir hier im Van einen Kaffee mache ohne Landstrom. Nochmal zum Beweis. Gehen wir einmal rum. Ach, schönes Wetter. Herrliches Wetter. So. Da, da ist die Stromdose, ist nichts eingesteckt. Also da. Ja. Genau. Gut, ich lasse mir meinen Kaffee jetzt schmecken, genieße die Pause und sag bis später mal. Marc, wink doch nochmal.